Es war hier damals noch kein Nationalpark. Wie schon in den vorherigen Clips erwähnt, befinden wir uns hier in der Femundsmarka in der norwegischen Hedmark. Das ist eine geile Gegend. Hier gibt es noch viel Wald, viel Natur, viele Seen und meinen skandinavischen Lieblingswildwanderfluss, nämlich den Drüsselelfen. Und dort befinden wir uns jetzt an einer Schlüsselstelle, nämlich dem Elfbroa-Fossen. Wir sind jetzt an der Brücke von Elfbroa. Hier haben wir früher oft kampiert, haben Wildwasserfahren geübt in dieser Stromstelle, sind von hier aus gestartet zu Wildwasserexkursionen oberhalb und zu Kanu-Gepäcktouren nach unten Richtung schwedische Grenze. Und dieser Ort hier, der hat einiges zu erzählen. Hier ist einiges passiert. Unter anderem bin ich mal hier in diesem Elfbroa-Fossen dermaßen doof gekentert, dass ich bei meinem Wildwasserkajak die Schenkelstützen quer gedreht habe. Ich konnte sie nicht gerade drehen. Ich hatte das Paddel verloren. Ich konnte mich nicht mehr hochdrehen. Ich musste mich mit Gewalt, mit allerletzter Gewalt aus meinem Kajak, befreien. Und dabei bohrte sich die Halteschraube, die den Schenkelstützen hielt. Und der Schenkelstütz brach ab, die Halteschraube bohrte sich in meinen Oberschenkel, zerriss meinen Neopren-Oberschenkelteil. Und hier an dieser Stelle, hier habe ich abends mit Freunden, mit Kompanen gesessen, Tee mit rumgesoffen, den Schock verarbeitet und meinen Neoprenanzug wieder neu vernäht. Tja, und die Schenkelstütze, die habe ich wieder eingebaut mit Hilfe von mehreren Unterlegscheiben, die ich leider nur dem Nummernschild unseres damaligen Kajakanhängers entnehmen konnte. Coole Sache war das damals. Wenn ich jetzt dran denke, bekomme ich Gänsehaut. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Fossen hier an. Und ich mache eine Gedächtnisminute. Also ich muss gestehen, der Fossen hier, der Elfbroa-Fossen, beeindruckt mich auch heute noch und schon wieder. Und ich gedenke all der vielen Fahrereien auch mit Tourengepäck sind wir hier durch und ich bin hier zweimal gekentert, das war richtig geil. Samira hier am Elfbroa-Fossen. Am Drüsselelfen eine neue Kajak-Story schreibt zum Paddeln auf dem Isteren und zum Kanu-Gepäcktourenfahren hier in der Region, beschäftige ich mich ein bisschen mit der Vergangenheit und schaue mir nochmal alles an und vergleiche die einzelnen Locations mit den Fotos in meinem uralten Buch, was schon 20 Jahre alt ist. Tja, wie das Leben schon spielt. Gerade als ich hier auf meine Facebook-Seite ein paar Fotos von unserer augenblicklichen Femund-Aktion gepostet habe, meldet sich ein alter Outdoor-Freak, ein junger Outdoor-Freak und hätte gerne dieses Buch hier von mir. Leider ist der Pollner Verlag schon lange Zeit nicht mehr existent, ist den Bach runtergegangen und mit diesem Pollner Verlag natürlich auch meine im Pollner Verlag verlegten Bücher, unter anderem dieses Buch hier vom Femundsee, von der Femund-Region. Und das wiederum liest mein alter Kumpan, mein Freund Thomas Littke und erklärt sich bereit, dieses uralte Buch, 20 Jahre alt ist es jetzt, einzuscannen und eine PDF-Datei draus zu machen, sodass in Zukunft Leute, die noch Kassel historische Literatur schmögern wollen, weniger als wirklich korrekter Führer, sondern eher zum Amüsieren,
der kann sich dann bei mir eine PDF-Datei bestellen. Geil, oder? Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Weg nach Norden, haben wieder gewechselt von Norwegen nach Schweden und überqueren hier gerade den Österdal-Elf. Wir haben entschieden, lieber kleinere Nebensträßchen zu benutzen. Die sind im Norden hier nicht so gefährlich wie im Süden. Die Nebensträßchen sind breit genug für einen Wohnwagen gespannt und alles ist hier total easy. Bisschen bucklig zwar die Pisten und kurvenreich, aber kaum Autos auf der Gasse.
סלדול ושול המוהים ואפילה גסו עליו ירון יקו צ'דול קרון אבי סופר מילה הקסות על עוצ'ר ריבל צחיונים ידעו פעם Ila hi unido la pile di suola Saldo lo sola mui lo a pile di suola Mi cogiorola Con un avviso te do Mi la exo taroccia Rive alza i unin Tu si rovke vai mu Wir wissen nicht so genau, wo wir sind, aber wir sind auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Ja, schon auf diesem Eurotrip länger zu unseren Gewohnheiten. Einfach mal von den üblichen Main Roads abzuweichen und mal auf Neuland zu begeben. Auf Straßen, die wir nicht kennen, auf Straßen, die wir noch nie gefahren sind. Auf Straßen, die uns ab und zu das Navi zeigt und manchmal auch nicht. Und heute Nachmittag sind wir vom Fehmundsee querbeet durch schwedisches Fjell, Mittelhochgebirge, so um die 1000 Meter gefahren. Geile Landschaft, Nationalpark, ziemlich interessant. Und die Reise nach Norden wird uns keineswegs langweilig. Und nun geht es nach einer kurzen Pause weiter. Der nächste Knotenpunkt heißt Östersund. Der nächste Punkt heißt Östersund. Nein, eigentlich nicht. Schauen wir mal. Bis auf den Elchparkplatz. In Arvidsjaure mit dem Holzelch. Ob es den noch gibt? Da bin ich eben, da hast du mich draufgehoben. Ja, da saß du mit 4 Jahren. Auf einem riesigen Monstermodell.